Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge sind wir in das Tal des Erdbeerbetons reingegangen, stehen jetzt hier vor diesem Cooper-Schildkrötenkopf und gehen da rein. Und ich vermute, wir kriegen hier eine neue Fähigkeit. Vielleicht ist da sogar ein Boss, aber erstmal ein Speicherpunkt. Ich liebe Speicherpunkte. Was? Nur ein großes Loch? Wie unentspannt. Oder unspannend. Und wo ist das Erdbeerbeton? Wir haben so einen weiten Weg hinter uns. Ja, also entweder runtergefallen oder in der Luft. Warte mal, was ist das? Was denn? Pass auf, oh, dass du nicht runterfällst. eigentlich wollte ich sie runterschubsen, aber gut. Lupp. Ein Glück sind wir aus Papier, also landen wir eigentlich immer weich. Na gut, in Sachen mit beiden Beinen auf dem Boden bin ich wohl kein großes Talent, die wir gerade gesehen haben. Tut mir leid, Mario. Wenn ich dir beibringen könnte, wie man schwebt, würde ich es tun. Ja, wäre schon ganz schön cool. Das ist mir übrigens auch in der vorletzten Folge aufgefallen. Dieser Steinmuster passt so gar nicht ins Spiel rein, gell? Alles ist so aus Papier. Und dann haben die da so Stein reingepackt, was einfach der Gegenspieler von Papier ist. Auf jeden Fall bei Schere, Stein, Papier, man kennt's. Also zumindest... Ihr wisst schon, was ich meine. jedenfalls ist mir dieser grüne Fleck aufgefallen. Was ist das? Oh nee, oh nee, Erdbeben. Oh nee, ist das etwa ein riesiger Cooper-Kopf? Lol, ist das auch ein Boss? Ich dachte, die Bosse sind alle so Klebeband und irgendwelche Büro-Utensilien, aber wenn das hier jetzt auch ein Boss ist, dann ist es heftig. Das Erdbeergamaton und es besteht aus Origami? Wow, wie cool! Ja, sieht mega aus wie bei Zelda, oder? Wie Doragonga? Ich hab den Namen nicht vergessen. Aber ihr kennt ihn bestimmt, wenn ihr das Spiel gespielt habt, also aus Ocarina of Time. Und nein, er wirkt gerade nicht sehr nett. Vielleicht, weil es so zusammengefaltet ist. Wir haben wohl keine Wahl, als zu kämpfen. Genau, die Bosskämpfe, oh, ich freue mich. Die sollen nämlich nochmal einen ganz anderen Kniff haben. Mein erster Bosskampf in Paper Mario. Die Musik erinnert mich gerade ein bisschen an Pokémon. Und auch alles einfach. Pergamenta scheint wirklich so groß und stark zu sein, wie ich gehofft hatte. Sieh nur mal, wie stabil der Panzer aussieht. Der perfekte Schutz für den Pergamentornkörper. Seine Beinchen sehen im Vergleich dazu richtig schwach und verletzlich aus, oder? Aber wir haben ja auch schon erfahren, dass sein Schweif seine Schwachstelle ist. Das hat uns nämlich die Tempeltour im letzten Video gesagt. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, guckt ins letzte Video rein. Das Erdpergamenton befindet sich in der Mitte, also können wir von hier aus rein gar nichts ausrichten. Wir müssen heran, allerdings hat dieses Schlachtfeld seine ganz eigenen Regeln. Okay, also das Feld vor uns, wo jetzt dieser rote Kringel drin ist, ist unser Startpunkt. Und wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden, dass wir bis zum Boss kommen können. So, wir bringen jetzt den Pfeil nämlich auf unsere Startposition und damit würden wir schon mal zum Boss kommen. Ich vermute, dass sich das gleich alles natürlich wieder drehen wird und so. Ah, und es langt nicht, wenn wir nur an ihn dran sind, sondern wir müssen diesen Handschuh auch dahin bringen, damit wir überhaupt was machen können. Das ist nämlich ein Aktionsfeld. So, okay, also da rein und jetzt können wir den Weg ablaufen und einmal angreifen. Okay, ja, ich würde sagen, wir benutzen einfach mal einen Hammer, ne? Oh, ich hätte den Glitzerhammer ausrüsten sollen. Kann ich das jetzt immer noch? Nee, ne? Ah, nee. Ich habe doch extra Glitzerstiefel und Glitzerhammer. Okay, das war dumm. Das muss man halt in der Overworld leider machen. Das finde ich ein bisschen komisch, aber ist nochmal so. Attacke! Wow, 4 Damage. Das war heftig. Yippie, von seinem Panzer wärst du einfach abgeprallt, aber es war anscheinend ziemlich effektiv, sein Bein einzugreifen. Naja, ich würde gerne lieber seinen Schwanz angreifen. Das kennt man doch schon von Bowser. Und Mario sollte da drin eigentlich Training haben, in riesige Schildkrötenviecher zu töten. Okay, jetzt bin ich gespannt, was der für einen krassen Angriff hat. Wahrscheinlich Feuer. Nee, fast. Aua. Hä, da schubst du mich einfach zurück. Was ein Blödmann. Und hat einfach mit einem Angriff 13 Damage gemacht. Alles klar. Also erstmal Angriff dahin. Und wir müssen jetzt auch noch irgendwo hin. Wir können doppelten Schaden machen, wenn wir auf dieses Mal 2 gehen. Ah, ist jetzt schon... Nee, wo kommen wir jetzt hin? Ah, ist schon richtig. Okay, ich hab halt gar nicht nachgedacht, aber anscheinend hat's gepasst. Und wir haben dann trotzdem wieder los. Mit zweifachen Schaden diesmal. Und diesmal drücke ich im richtigen Moment. Nee, trotzdem nur 8 Damage. Spitzenmäßig, genau so. Jetzt schleudert er mich wahrscheinlich wieder ein bisschen zurück. Aber diesmal nicht so stark. Na, okay. Es gibt sogar verschiedene Block-Timings. Habt ihr gesehen? Beim ersten Mal habe ich gar nicht geblockt, habe ich 5 Damage bekommen. Beim zweiten Mal habe ich richtig gut geblockt, deswegen habe ich nur 2 Damage bekommen. Und beim dritten Mal habe ich so halb gut geblockt und deswegen habe ich 3 Damage bekommen. Mega cool. Da ist die Kiste. Die würde ich halt schon gerne mitnehmen. So, ist das dann mein Zug, wenn ich die Kiste mitnehme? Was passiert denn, wenn ich... Keine Ahnung. Lauf einfach mal los. Ich will eigentlich nur die Kiste haben. Ey, mal 2. Ja, mehr kann er auch nicht machen.
Das ist aber in Ordnung. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur die Kiste haben. Okay, also da muss man tatsächlich überlegen, was einem wichtiger ist. Der Brief ist bestimmt auch sehr, sehr wichtig, oder? Aber den sollten wir vielleicht mitnehmen auf dem Weg, wo wir hingehen wollen. Nehmen das mal zwei Ding mit. Dann hätte ich aber gerne noch den Brief. Der Panzer des Erdpergamentoren ist extrem hart. Sprungattacken fallen daran einfach ab. Die entblößten Gliedmaßen hingegen laden dazu ein, sie deinen Hammer aus kurzer Distanz spüren zu lassen. Toll, das ist aber nur ein Tipp gewesen. Und er läuft nicht bis zum Ende. Ach, weil da dieser Angriffsdings natürlich fehlt. Okay, macht Sinn, macht Sinn. Ich kriege hier ganz schön viel Damage gerade rein, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen lame, dass er immer dieselbe Attacke macht. Aber ich mache ja auch immer dieselbe Attacke. Okay, also diese Briefe sind immer nur Tipps. Heißt, die will ich eigentlich nicht mitnehmen. Okay, so, dann... Nein! Ah, doch! So, und jetzt können wir ihn angreifen. Sollte... Na, doch, doch. Haut... Nee, haut nicht. Oder doch? Scheiße! Hä, ich bin ein bisschen dumm im Kopf. Jetzt kriege ich wieder Damage rein. Ich habe hier noch gar kein Damage gemacht. Aber... Bitte lass mich doch in Ruhe. Ich glaube, ich muss mich auf jeden Fall nochmal heilen. Okay, lass jetzt mal ein bisschen nachdenken. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Was passiert, wenn wir nach links laufen? Dann öffnet der die Truhe einfach auf dem Weg mit, oder was? Wenn wir das jetzt so lassen, dann ist doch alles cool, oder? Dann nehmen wir die Kiste mit, wenn er die auf dem Weg mitnimmt. Dann läuft er da oben auf den Pfeil rauf, nimmt noch ein paar Leben mit und greift ihn an. Jetzt bin ich gespannt, ob er halt weiterläuft, wenn er die Kiste aufgemacht hat. Ja, er läuft einfach weiter, okay. Nice, wir kriegen richtig viele Leben dazu. Oh, die heilen ja richtig voll. Und dann wieder ein Hammer. Okay, okay. Au, au, au. Das eine Teil ist schon richtig. Wir laufen mal rechts lang. Ja, so passt das schon. Was soll ich denn noch machen? Okay, wir können natürlich noch den mal 2 hier mitnehmen und dann das plus ein Teil noch mitnehmen. Von mir aus. Zack, zack. Und Angriff. Ah, wir haben eine Aktion mehr bekommen. Das war dieses blaue Teil. Das macht Sinn. Bringt uns wahrscheinlich gar nichts, weil sein Fuß halt jetzt schon reingeht. Ja. Aber doch! Hä? Okay! Der Hammer macht auch bei seinem Panzer einfach Schaden. Das ist ja super gut. Jetzt ist er einfach so, wie dieser schwarze Ritter bei die goldene Kokosnuss oder wie dieser Film heißt. Okay, keine Ahnung, was ich machen soll, deswegen greifen wir einfach nochmal seinen Panzer an, damit wir ihn überhaupt treffen. Das wird ein sehr langer Fight irgendwie. Klapp, 2 Damage, yeah! Sieht doch gut aus. Ich finde, hier haben wir ein bisschen zu viele Leben rumliegen. Also die hätten sie eigentlich weglassen können. Dass man sich selber heilen muss oder sowas, damit man mehr nachdenken muss. Jetzt hat er nicht mehr im Kopf. Wie will er denn jetzt angreifen? Mit seinem Schweif, natürlich! Auf jeden Fall. Vielleicht hat er gar nichts mehr. Dann wird er, glaube ich, zum Beyblade. Was will er sonst tun? So, ja, einfach wieder geradeaus. Die Kisten nehmen wir auch noch mit. Und let's go. Wir hätten auch den Tipp mitnehmen können, aber braucht man nicht. Bin gespannt, was jetzt passiert. Ah, er hat alles von mir gehittet. Aua. Wow, das Schwänzchen ist bestimmt ganz weich und empfindlich. Ja, wie bei allen Männern. Man, also die meiste Zeit. Also empfindlich, glaube ich, immer. Oh, was ist denn mit dem Erdpergamentor los? Seine Beine sind eingezogen. Das könnte die Gelegenheit für eine coole Aktion sein. Eine coole Aktion. Alright. Ist wahrscheinlich egal, wo wir ihn hitten, ne? Wir gehen geradeaus, weil das ist immer das Einfachste. Dann gehen wir weiter geradeaus. Und dann greifen wir ihn. Ja. Wahrscheinlich nicht das Optimalste, aber es funktioniert. So, Faltarm Action. Greifen. Muss ich ihn jetzt spinnen? Ne, werfen. Ha! Auf dem Rücken mit dir, du Erdpergamentorn. Los jetzt, Mario, gib ihm Saures. Wie denn? Einfach zuschlagen? Okay, das kann ich. Halt, stopp, noch eine Sache. Bitte achte auf deine Umgebung und fuchtle nicht so wild mit dem Controller herum. Was, wieso denn? Stirb, du komischer Boss. Ist er jetzt tot? Einfach weggedutzt. Bin einfach Hulk. Mario Hulk. Yippie, du hast es geschafft, Mario. Geil, ey. Ja, witziger Kampf. Hatte was, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mal was anderes als diese normalen Kämpfe gewesen. Sorry, Erdpergamentorn. Ich wollte dich nur entknittern. Krieg ich trotzdem deine Fähigkeit? Wäre voll cool. Das ändert sehr an... Ja, das ändert so krass an Zelda. Wenn man da die Leute vernichtet hat, dann hat man auch immer irgendwelche Runen und sowas bekommen. Beziehungsweise solche Embleme und sowas. Huch, ist es gerade geschrumpft?
Ein Büchlein, das mir bestimmt sagt, wie ich das hier benutzen kann. Halt, Bibel der Erde. Oh, das sind Anweisungen, wie man sich selbst zum Erdbeermenton faltet. Vielleicht will es uns so helfen. Ah ja, hier aufhalten und da umklappen. Ich habe so ein komisches Gefühl, als würde sich ein Geist des Erdbeermenton in mir tragen. Oha. Krasse Animation. Hä, als ob Olivia einfach zum Erdbeermenton wird. Was? Okay, das ist heftig. Na, wie sehe ich aus? Mächtig, beeindruckend, überwältigend, ein kleines bisschen süß. Es ist, als wäre ich das Erdbeermenton. Du bist das Erdbeermenton. Ich fühle mich jedenfalls ziemlich mächtig. Aber trotzdem total bodenständig. Okay, weißt du was? Hier, steigt gleich eine Party! What the fuck? Ich fühle mich mehr und mehr wie ein High School Musical hier. Bei jedem Problem tanzen die einfach. Achso. Gut getanzt, Olivia, gut getanzt. Was war das denn? Ich habe mich wohl von all der Macht mitreißen lassen. Aber anscheinend kann ich jetzt alle Faltkreise des Erdbeermenton benutzen. Nun sollte ich den Turm auf eine etwas zugänglichere Höhe absenken können. Das ist sehr gut. Danke, Olivia. Haben wir hier noch irgendwo einen Toad versteckt, der uns helfen hätte können beim Kampf? Wahrscheinlich. Ja, wie fand ich den Kampf? Ich fand ihn nett. Also er war halt mal was anderes. Er hat ein ganz anderes Spielelement reingebracht, was sehr nice war. Ein paar viele Leben. Wie ich finde. Also die haben es halt wirklich sehr leicht gemacht. Hätte man ein bisschen reduzieren können. Oder vor allem, dass sie nicht 30 Leben einfach heilen. War doch einfach viel zu viel. Aber sonst ist ganz nett. Für den ersten Bosskampf, super. Freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten. Hey, hat dir jemand beigebracht, dass man nicht auf göttlichen Wesen tritt? Du latschst auf unser Symbol? Was ist das, eine neue Form der Suche nach Erleuchtung? Hey, nicht mal mehr in Ruhe erleuchten lassen kann man sich hier. Seid ihr die, den ich eine Kugel abgekauft habe? Seid mal ganz ruhig hier. Das ist nicht euer Perkmegamenthorn. Na gut, ich hau ab. Oh, funny. Okay, bye bye. Betet ihr aber weiter. Ich glaube, das sind genau dieselben Leute. Ah, jetzt ist ja alles voll mit Koopas. Hey, ich kann fast spüren, wie die Kraft unter meinen Füßen durch den Boden dringt. Ah, du hast alle meine Leute gerettet. Jetzt können wir endlich wieder vollen Profit aus diesem Tempel schlagen. Ein Wunder ist geschehen. Er ist voll der Geschäftsmann. Hallo, hast du Popcorn für mich? Ja. Popcorn, Popcorn, frisches Popcorn, nur 100 Münzen. Nimm ich mit. 100 Münzen ist doch gar nichts. Das ist ein Kampf. Ich sehe doch schon, dass da wieder Toads drin sind. Deswegen hat die Glocke auch geduddelt. Pop, 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 pop. Süß. Es ist so süß. Korn. Ich breche weg. Es ist so süß. Popcorn ist aus. Tut mir leid. Pop, 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 Popcorn. Das ist ja so funny. Und, hey, hier ist schon wieder irgendwo ein Toad, einfach eingesperrt. Ich sehe auch schon wo, der da. Muss ich den erst kaufen, damit ich ihn retten kann? Na gut. Willkommen, für dich haben wir immer geöffnet. Das Teil hier ganz rechts, das auch keinen Preis hat, das ist auch ein Toad. Den da willst du haben? Warum denn den? Wenn du den willst, ist das sicher wertvoll und steht daher nichts im Verkauf. Das ist ein Toad. Ach man, na gut. Was haben wir hier noch? Ein Panzer der Erleuchtung. Man kann sogar diese Amiibo-Dinger einfach kaufen. Ja, nehme ich mit. So, und wo ich gerade diese Glitzer-Dinger noch sehe. Wir nehmen natürlich nochmal Eisenstiefel mit, weil unsere sind fast kaputt. Und die Glitzer-Dinger müssten wir auf jeden Fall noch einmal ausrüsten. Glitzerstiefel rüber, Glitzerhammer rüber und nochmal Eisenstiefel. Ah, guck, deswegen haben wir das so gemacht. Man kann nämlich nur 6 verschiedene Sachen, beziehungsweise die Stiefel hat man, glaube ich, immer und den Hammer auch, ne? Dann kann man immer nur 4 verschiedene Sachen mitnehmen. Okay, ja, dann macht das Sinn. Ich hätte trotzdem gerne diesen Toad da. Danke. Du wolltest mich jetzt erstmal von deiner KP benutzen, als du noch dachtest, ich wäre ein Pilz, oder? Gib's zu! Ja, wollte ich! Ich bin frei, endlich kann ich wieder einkaufen! Okay. Schön. So, oh, hier haben wir noch einen neuen Laden. Hallo. Willst du den Glück versuchen? Kostet nur 100 Münzen! Wieso kostet die alles 100 Münzen? Na gut. Oh, ich bin immer noch jedes Mal so aufgeregt, was so wohl draufsteht. Mach dich bereit, los geht's!
Glückspilz. Jemand macht dir Komplimente. Du bist der größte Mario! Okay, nochmal bitte. Nichts passiert, absolut nichts. Glückwunsch. Okay, nochmal 100. Glückspilz, bald geht es dir besser. Beim ersten Mal habe ich Schnipsel gewonnen, jetzt habe ich einen Pilz gewonnen. Großes Glück, ein Elfen fällt dir vor die Füße. Oh. Ein Glitzerhammer, danke. Aber dann hat er garantiert auch noch ein Toad bei sich drin. Rück sofort den Toad raus, ich weiß, du hältst sie versteckt. Ich glaube, dein Reichtum ist vergänglich. Nein, nein, ich habe 10 Münzen verloren. Nein, nochmal 10 Münzen. Bitte, lass das. Nein, mein ganzes Geld. Oh, das ist weg. Ich habe so viel Geld angespannt. Wir müssen schnell nochmal 100 Münzen ausgeben, sonst geht es hier immer weiter. Man kann hier sogar Pech haben. Das ist ja super funny. Geh mal nach unten. Au, wieso nach unten? Was ist denn das? Ja, ich will nochmal spielen. Du findest einen kleinen Schatz. Wo denn? Ach da, 20 Münzen. Oh, kleiner Schatz. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oder 10, 20, 30, 140 Münzen einfach. Und ich kann jetzt die Goombas besiegen, ohne dass ich gegen die kämpfen muss, weil ich jetzt so stark bin. Ah, das ist ja mega gut. Okay, das spart mir auf jeden Fall einige Kämpfe. Was hast du noch? Willkommen zurück im Tempel des Erdpergamenton. Wir sind wieder im Geschäft und freuen uns schon wie verrückt auf deine großzügigen Spenden. Achso, das ist quasi einfach nur der Begrüßungsschalter. Hier ist auch wieder irgendwas. Oh. Ja, der wird irgendwie da drinnen sein. Aber ich weiß ja nicht, wie ich da reinkomme. Außer... Nee. Absolut kein Plan. Das finde ich sehr belastend. Man weiß, dass hier irgendwo ein Toad ist, aber du kannst... Du weißt nicht, wo einfach. Dann würde ich sagen, war es das einfach mit dieser Folge. Dann haben wir halt nur den Boss besiegt und haben hier ein bisschen Ei gekauft und so. Beim nächsten Mal dann mit den Erdpergamentor-Fähigkeit werden wir weiter in die Höhe schweben und dann hoffentlich bald die erste Luftschlange wegmachen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.